Ich warte auf euren Bericht, Soldat. Herr, wir sind die Einzigen, die übrig sind. Berich Injan, ich und diese beiden Zivilisten. Ist es alles? Ist sonst keiner mehr da? Da waren noch mehr, Herr. Aber sie weigerten sich, an Ort und Stelle zu bleiben. Wir haben versucht, ihnen klarzumachen, dass es gefährlich ist. Aber sie sind dennoch aufgebrochen. Ich fürchte, sie haben es nicht geschafft. Sehr gut. Außerhalb der Kapelle ist die Luft rein und diese Leute müssen in Sicherheit gebracht werden. Bringt sie unverzüglich zum Lager südlich von hier. Aber Herr, ich möchte mit euch kämpfen! Das werdet ihr, Soldat. Kommt sofort hierher zurück, sobald sie in Sicherheit sind. Es wird viele Gefechte geben und wir werden jedes verfügbare Schwert brauchen. Jawohl, mein Herr. Zivilisten, es ist Zeit auszurücken. Auf geht's! Macht er gerade ein Duckface? Oh, ein Kussmund. Krieg ich aber da Kussmund, ne? Ein Duckface. Okay, nun? Wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktionieren würde. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Oh ja, wir sind noch nicht fertig. Nicht einmal fast. Das war erst der erste Schritt. Wenn diese Stadt jemals wieder uns gehören soll, dann müssen wir in die Burg kommen. Ihr habt bis hierhin mit uns gekämpft. Wollt ihr auch noch weitergehen? Wenn wir wirklich Erfolg haben sollen, brauche ich eure Hilfe noch viel dringender. Aber ich warne euch, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nichts im Vergleich zu der Schlacht, die uns wohl noch erwartet. Nehmt euch einen Moment Zeit, kommt zu Atem und denkt darüber nach. Wenn ihr bereit seid, lasst es mich wissen und dann machen wir uns auf den Weg. Ja, ich denke, wir sind bereit, ne? Seid ihr bereit? Wir brauchen eure Hilfe, um in die Burg zu gelangen, aber wir müssen uns beeilen. Ja, das ist gut. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Unser Ziel ist das Burgtor. Durch dieses Tor müssten wir auf den Platz vor dem Pförtnerhaus gelangen können. Nun, ihr wisst, was zu tun ist. Bleibt in der Nähe und haltet die Augen offen. Los geht's. Verdammt nochmal, das ist nicht gut. Das Tor ist versperrt. Es kann nur vom Pförtnerhaus aus geöffnet werden. Wir können das Tor von dieser Seite aus nicht öffnen. Die einzige Möglichkeit, es zu öffnen, befindet sich im Pförtnerhaus. Und der einzige Weg ins Pförtnerhaus führt jetzt durch den Gang beim nördlichen Wachhaus. Er ist aber immer verschlossen. Ihr müsst Berich Injan so schnell wie möglich finden. Er müsste wieder in der Kapelle sein und den Schlüssel zum Wachhaus noch bei sich haben. Wenn ihr ihn gefunden habt, begebt euch zum Wachhaus, findet den Gang und öffnet das Tor. Dann können wir in die Burg gelangen und sie verteidigen. Wir sahen auf unserer Patrouille den Rauch von der Goldstraße. Wie können wir helfen? Folge mir. Wir sind direkt hinter euch. Ich hab den Legion direkt. Wir warten nur auf den Befehl von Hauptmann Martius. Endlich eine Gelegenheit zurückzuschlagen. Wachhausschlüssel. Ja, ich habe ihn. Warum? Saffins Befehle. Keine Zeit für Erklärung. Nur weil ihr der Wache einen kleinen Gefallen getan habt, seid ihr plötzlich Martius' bester Freund? Ihr werdet es wahrscheinlich nicht alleine finden. Ich komme mit euch. Falls wir es schaffen, öffne ich die Tür für euch. Ich habe noch Kampfesmut in mir. Ranse alle weg, aber ich hab ihn.
Wenn dies alles vorüber ist, werden wir uns unterhalten. Also dann, der Eingang zum Gang. Ich schließe ihn für euch auf. Viel Glück. Okay. Ich habe den Eingang zum Tunnel von Quatsch gefunden. Ich muss ihn zum Torhaus, also zum Wachhaus folgen, damit ich die Tore anheben kann und die Wachen in den Kas, in den Burg, in den Hof, in den Dingens. So, ich versuche das so gut wie zu übersetzen. Dieser Abschnitt ist frei. Wir müssen hinein und den Grafen finden, bevor es zu spät ist. Los geht's! Alles klar, das war's. Wir werden hier die Stellung halten. Ihr geht hinter das Schloss und findet den Herzog. Kommt nicht ohne ihn zurück.
in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.